Hallo Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider im Orrery. Wir sind bei 60% des Spiels angelangt. Wahnsinn. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Genau, und jetzt werden wir das mal machen. Schieben. Schieben anscheinend. Oder was? Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Mhm. Kann ich da einfach hinjumpen? Hui! So. Geht ja, anscheinend. Oh! Können wir da durch? Ah, wir können noch was finden hier. Verbessern wir unser Russisch wieder. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Nee, Griechisch. Das war ein griechisch Ding. Ja. Oh, es ist so schön. Es macht so Spaß, das Spiel. Habe ich schon 1 Million Mal gesagt. Ich weiß. Aber es macht so Spaß. Und wenn ich schon überlege, dass wir jetzt bei 60% sind, dann weiß ich jetzt schon, dass ich voll traurig bin, weil es so lange dauert bis zum nächsten Tomb Raider Spiel. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Oh. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja, ich glaube, wir sollten in die Mitte. Kriegen wir aber hin. Wollen wir an die Wand springen jetzt, oder? Nein, wir springen da ran. Oh, 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 oh. So. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Oha. Jetzt muss das Timing stimmen. Na dann. Nee. Das Timing hat schon mal nicht... Aber das war, finde ich, besser. Also gerade gesprungen an das Hakending als gerade eben. Und da hat's geklappt. Naja. Oh. Okay. Sie kann sich halt am Rand dieser Dings nicht festhalten. So. Nein. Moment. Kann sie da dran nicht einfach hängen bleiben? Müssen wir dann... Also, kann sie daran nur Haken rüberschwingen? Wisst ihr, was ich meine? Wieso kann sie denn nicht da hängen bleiben? Ist ja blöd. Ja, dann wird's schwierig. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Aber hier geht's ja auch. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja, hier geht's auch. Okay. Jetzt nicht. Ich auch nicht. Oh, da sind Sterne dran. Ich will an das Ding da. Oder an das. Wow. Geduld, Lara. Ich sehe nichts. Jetzt. Hoho. Warte. Wo will ich eigentlich hin? Ich bin ja schon sehr weit nach oben gekommen. Nein, 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 nein. Oh, das war blöd. Oh, das ist, oh. Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Ich habe irgendwas geklirren hören. Genau, hilf mir nochmal. An das Brett ist auch viel einfacher. Ich dachte, ich müsste an das Hakenling und dann von da aus zum Brett. Aber ich wäre wahrscheinlich eh nicht nach oben gekommen. Ja. Und da ran. Jawohl. Ich hoffe, es war richtig. Jetzt soll ich da ran. Ich muss weiter klettern. Ja, warte. So, jetzt habe ich's. Ha. Puh. Was macht die hier bloß? Oh Gott. Und jetzt? Jawohl, okay. Geil. Geil. Voll das Auge, das hier herunterschaut. Und dann kann man da hin. Oh, wie toll. Man kann da hin. Gibt es da auch noch irgendwo was? Da ist ein Tor. Wenn ich jetzt...
wollte nur gucken, ob hier in der Ecke irgendwo noch was liegt. Tut's aber nicht. Dann gehen wir jetzt da vorne in die Nische. Mhm. Kannst ja auch hier rauf jumpen. Sehr schön. Gehen wir hier hin. Oh, geschafft. Tolle Kletteraktion, hat richtig Spaß gemacht. So richtig Tomb Raider-Feeling. Hier ist noch so ein Geheimversteck. Münzen. Dann können wir gleich bald zu dem Typen nochmal zurück und uns was kaufen. Vielleicht reichen die Münzen ja schon. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Klassische Ausbildung erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf 3. Oh, das ist toll. Sowas hätte ich sowieso gerne als nächstes auch gemacht. Natürlich wären wir von diesen Fähigkeiten jetzt auch schon weiter, wenn ich ein bisschen mehr Gräber schon gemacht hätte. Man kann hier hoch, man kann... jetzt bin ich verwirrt. Liegt denn da unten irgendwas? Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Ach so. Sie kann gar nicht. Ach so, sie kann... Warte mal, da liegt noch was. Schon gut, dass wir hier nochmal runtergegangen sind. Okay, klasse. Wo kann ich jetzt hier hoch da? Ja, und dann da hoch. Hey! Warum kann sie nicht? Ach, das sind Holzdinger. Ich muss wieder so einen Pfeil dran machen. Okay. Okay. Hui. Okay. Das ist doch viel zu weit, oder? Wir gehen mal lieber hier hin. Das schafft sie nämlich viel besser. Und dann den da. eigentlich schwankt sie ziemlich schräg in der Luft, was ich nicht glaube, dass das so geht. Ich hoffe, da unten hat jetzt nichts mehr gelegen. Glocken. Durch den Gletscher. Die alte Stadt ist nahe. Begeben sie sich ins Herz von Kitesh. Weg der Unsterblichen. Okay. Und da sind wir gleich ein ganzes Stück weiter. Schön. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt... Oh. Der Verrückte macht weiter. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Das war die eisige Ödnis der Jäger. Der Fährtensucher fand seine Beute tief im nördlichen Gebirge. Und wenn ich jetzt rausgehe, geht hoffentlich das Gespräch noch weiter. Die alte Stadt. Ja. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Ja. Okay, was ist da oben? Da ist noch eine Ecke. Da liegt noch was. Ja, ich dachte nämlich, das wäre so eine Karte, genau. Und nicht so eine Botschaft nochmal. Karte aktualisiert. Okay. Gut, dann habe ich die ja jetzt. Dann geht's runter. Ja, Holz finden wir auch nicht sehr oft. Immer mitnehmen.
Es ist ein atemberaubend schön gemachtes Spiel, finde ich. Es ist echt toll. Es ist so ein richtiges Tomb Raider-Spiel. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach von der ganzen Kulisse, von der Vielfalt. Ich mag ja auch dieses gletschermäßige, eisige. Ich hoffe aber auch, dass es nochmal ein Spiel gibt, was so richtig dschungelmäßig ist. Und was richtig geil wäre, wäre auch nochmal sowas wie die ersteren Tomb Raider-Teile so aller... Ich gehe nochmal runter. Kann ich mir da unten noch was holen? Oder fällt sie dann runter? Wenn ich hier hingehe? Gibt hier was? Nee. So was Ägyptenmäßiges, so richtig mit Wüste und so, so richtig typisch Lara Croft. Das wäre auch gut. Also das würde mich auch sehr freuen, dass die Settings so richtig verschieden werden. Eine bunte Tomb Raider Vielfalt. Ach du Scheiße. Und nur eine unsterblichen Armee. Das erinnert mich sehr an den anderen Tomb Raider-Teil mit der Armee. Oh Gott. Und da hatte ich auch so Schiss. Schön geduckt bleiben, falls die... Oh Gott. Sowas macht mir immer Angst. Nein. Ja, sowas musste ja auch mal passieren. Das kann ja nicht sein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Warum hat sie ihre Kletteraxt nicht reingehauen? Dann hätte sie sich noch besser festhalten können. Also gerade eben in der Spalte, aber egal. Sie hat es ja geschafft. Gott sei Dank war das ja nicht sehr weit weg. Ich nehme alles mit. Oh, es ist... Guckt euch das mal an, so die Statue und so. Voll geil. Oh Gott, warum wird die nicht entdeckt, die Lara? Nie bemerkt sie jemand. Naja, manchmal schon. So, und jetzt? Gehen wir weiter nach oben, oder? Genau. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt hängen wir hier an dem Mund der Statue. Das erinnert mich auch an, an den Sphinxkopf in Ägypten vom alten Tomb Raider-Spiel. Okay, gut. Neues Lager. Sehr schön. Halle der Wächter. Sie sagt aber nichts. Ich würde sagen, wir machen mal einfach direkt weiter. Ich freue mich auch schon, wenn wir so am Ende nochmal die Gräber zusammen erforschen und alles, was ich noch übersehen habe im Spiel oder was ich noch nicht bewältigen konnte am Anfang. Wir hören eine Glocke schlagen. Wo geht's denn jetzt hin? Ich glaube, ich soll hier hoch, oder? Nee. Was willst du dann? Vielleicht nochmal... Ah, hier geht's noch weiter, okay. Ganz, ganz knapp. Oh, dass die sich das traut! Geh mal ganz langsam weiter. Ich hoffe, es bemerkt uns keiner. Es sind so viele. Scheiße. Was machen die hier alle? Wir sind schon wieder in so einem Ort, ey. Und keiner von den Soldaten guckt nach links oder was? Oh.
Okay. Ach, da liegt noch was. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Ja, sorry. Ich habe jetzt mal eben das hier werdet ihr nicht gemerkt haben, aber ich habe gerade den Anrufbeantworter noch nebenbei gelaufen gehabt. Genau dann. Immerhin war das jetzt genau dann, wo er gerade vorgelesen hat. Hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich konnte jetzt nicht zuhören. Ja, wir gehen weiter, ne? Ich hoffe, Lara bringt sich hier nicht in allzu große Schwierigkeiten, aber das tut sie ja manchmal ganz gerne. In die verborgene Stadt. Überwinden Sie die Mauern zur Innenstadt. Puh. Oha. Hier ist aber noch ein Lager. Das heißt, eigentlich müssten wir hier sicher sein, soweit. So. Warum brennen hier überhaupt eigentlich immer so an irgendwelchen merkwürdigen Stellen, die kleinen Feuerstellen? Wer hat die gemacht? Naja, egal. Vereistes Ufer. Ist das gewesen. Uns geht's ja soweit ganz gut. Wir haben eigentlich genug von allem. Hier ist noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Schön. Okay, was eigentlich so viel bedeutet wie, nimm alles mit, weil du wirst es gleich brauchen. Alles voll, 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 voll. Gut. Voll. Ja, gut. Dann wollen wir mal, oder? Hm? Yay! Mist! Oh oh. Oh oh. Oh Gott! Wo ist Frosch? Der hat sie doch bemerkt, oder nicht? Der schlägt doch bestimmt Alarm jetzt. Das war so gut, da bin ich mich erschrocken. Das war klar. Oh Gott. Ebenso. Okay. Aua. Das hat weh. Oh. Okay.